Flexibles Arbeiten klingt nach einem guten Modell, hat aber vielleicht auch die ein oder andere Schattenseite. Gerhard Bosch ist bei uns, Arbeitsmarktexperte von der Uni Duisburg-Essen. Ganz herzlich willkommen. Sie arbeiten selbst zu Hause, haben Sie gesagt. Funktioniert das gut? Das funktioniert gut. Ich bin verbunden mit anderen Kollegen in meiner Universität, in der Welt, mit anderen Wissenschaftlern. Also die Technik ist wichtig. Man kann sozusagen direkt miteinander kommunizieren. Aber ich brauche auch den Kontakt mit anderen Leuten. Ich muss ins Büro gehen. Die guten Ideen, innovativen Ideen, die entstehen in der Kommunikation mit anderen. Deshalb kann man nicht nur zu Hause arbeiten. Man muss die gute Kombination finden. Jetzt ist das natürlich auch ein großes Vertrauen, das ein Unternehmen in den Mitarbeiter setzt. Bin ich wirklich zu Hause so produktiv wie am Arbeitsplatz? Die Unternehmen haben das Vertrauen gar nicht, sondern sie führen diese Arbeitszeiten erst ein, wenn sie wissen, dass die Leute gut arbeiten. Das heißt, sie haben sie kennengelernt, sie wissen, wie sie arbeiten und außerdem überwachen sie ihre Tätigkeiten. Sie wissen genau, welche Arbeitsergebnisse vorliegen. Und auf dieser Basis kann man dann natürlich den Leuten sagen, ihr könnt eure Arbeit abliefern, wann es euch passt. Also es kommt einfach auf den Output, auf das an, was rauskommt und nicht einfach auf die abgesessene Zeit. Das ist ja tatsächlich schon mal ein Vorteil. Das ist ein Vorteil für die Unternehmen und auch für die Beschäftigten. Der Nachteil für die Beschäftigten kann darin liegen, dass das Ergebnis immer höher geschraubt wird. Weil die Leute zu Hause arbeiten, dann finden sie kein Ende, sie müssen ihren Zug nicht bekommen. Und auf einmal arbeiten sie viel länger als vorher. Und das haben viele Untersuchungen gezeigt, dass das Risiko für die Beschäftigten ist. Es gibt ja auch Nachteile, das sehen wir daran an Unternehmen wie Yahoo zum Beispiel, die dieses Konzept früh eingeführt haben, aber inzwischen auch schon wieder zurückgedreht. Da müssen die Leute am Arbeitsplatz erscheinen. Warum? Ja, ganz einfach. Die haben das zu weit getrieben. Die Leute haben nur noch zu Hause gearbeitet, sind sogar weggezogen von der Firma, waren gar nicht mehr da. Und es gab nicht mehr den Kontakt am Arbeitsplatz. Und für Software Engineering, da brauchen sie den ständigen Kontakt und die Ideen entstehen in der Kooperation. Und deshalb hat die neue Chefin alles wieder abgeschafft. Wie sieht es auf der Führungsebene aus? Haben diese Leute, gibt es da irgendwo die Grenze, dass man sagt, nach oben in der Hierarchie, da kann man dann nicht mehr einfach immer zu Hause arbeiten oder auch flexibel sein? Oder ist das nicht so? Es wird schwerer, das ist ganz eindeutig. Führungskräfte müssen erreichbar sein, aber wir finden Fälle, wo das passiert. Ich kenne Abteilungsleiter in Ministerien, die haben Jobsharing mit einem anderen Kollegen oder einer Kollegin. Also es geht auch dort. Einige Minister nehmen sich einen Nachmittag frei in Deutschland. Und das ist sicherlich auch ein Signal an die Bevölkerung, dass auch Führungskräfte das können. Das heißt, wir haben eine Vielzahl an Modellen, die in deutschen Unternehmen, aber auch international angeboten werden, die ermöglicht sind. Und das sind nicht mehr nur die IT-Branche oder noch nicht nur die IT-Branche, sondern auch konservative Unternehmensmodelle. Ist das die Zukunft, dass man tatsächlich so flexibel sein muss? In bestimmten Bereichen ja. Und da gibt es auch gar nicht mehr die Unterscheidung zwischen alt und neuer Industrie. Der Maschinenbau ist hochmodern, sehr innovativ und sehr flexibel. Wir haben natürlich Präsenzunternehmen. Denken Sie an den Einzelhandel oder im Versandhandel, wo Bücher verschickt werden. Da müssen die Leute einfach da sein, da haben die feste Servicezeiten und die müssen auch länger machen. Also da haben wir Bereiche, wo weiter ganz rigide Arbeitszeiten gelten. Also es kommt einfach auf die Kombination der verschiedenen Möglichkeiten an und sicherlich aber auch darauf, dass es in Zukunft aufgrund des demografischen Faktors wichtiger wird, dass die Unternehmen sich attraktiv machen, auch für die Mitarbeiter. Und nicht nur umgekehrt. Das ist eindeutig ein Grund. Die Unternehmen versuchen, Fachkräfte zu bekommen und sagen, flexible Arbeitszeiten, das ist ein Marketing. Das kriegt ihr bei uns, das ist eine Errungenschaft. Und dann spielt der Gesetzgeber noch eine Rolle. Wir haben ja einige gesetzliche Regelungen, von Teilzeit auf Vollzeit zu gehen und umgekehrt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Bosch, bei uns im Studio.